Herzlich willkommen auf dem AskGrab Minecraft Server zu diesem kleinen RPG-Tutorial. Wir befinden uns derzeit im, ja, Gefängnis-Tutorial. Hier wird uns jetzt kurz einmal alles dargestellt. Willkommen im Minecraft-Tutorial. Liest hier bitte ganz genau die einzelnen Quests durch. Ich komme aus dem Gefängnis, Rechtsklick auf das Schild, zum Annehmen der Quest nur Yes in den Chat eingeben. Machen wir das einmal, wir drücken auf das Schild, wir sehen hier unten in dem Chatfenster die Quest und geben Yes ein. Hier habe ich jetzt mal Slash Yes eingegeben, das sollte man nicht machen, einfach nur Yes. Jetzt steht hier, entkomme aus dem Gefängnis, bewege dich zum Runenweg. So, hier haben wir jetzt eine Kiste, hier haben wir verschiedene Utensilien drin, einmal den Zauberstab, das Schwert, einzelne Bücher und Rüstungsutensilien. Was genau für Rüstungen ihr für eure Klasse braucht, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. So, wir befinden also hier noch uns im Tutorial. So, hier in der Ecke vom Gefängnis befindet sich ein Schalter. Da klickt ihr drauf und möglichst schnell, nicht so wie jetzt, solltet ihr den Ausgang finden und passieren. So, wichtig jetzt noch, um das Spiel überhaupt noch nicht spielen zu können, wegen Quests etc., müsst ihr die GUI-Größe auf Normal stellen. Findet ihr ganz einfach bei den Grafikeinstellungen unter den Optionen. So, da gehen wir hier den Weg mal ganz gemütlich entlang, um zu den Runen zu gelangen. So, jetzt befinden wir uns in dem Runenraum. Wir haben hier verschiedene, also in den Truhen befinden sich die Informationsbücher der Runen. Wenn ihr euch für eine Rune entschieden habt, klickt einfach auf das Schild über der Truhe. So, zunächst einmal schauen wir uns an, was für Runen haben wir. Wir haben hier einmal die Rune Sovelo. Ihr könnt dann auf die Kiste klicken, euch das Buch rausnehmen und dann einfach mal das Ding öffnen. Und dort stehen dann die einzelnen Informationen drin, was genau diese Gruppe macht. Hier jetzt zum Beispiel Feuerresistenz für 45 Sekunden. Das Ganze könnt ihr einmal an einem Minecraft-Tag nutzen. Hier haben wir eine weitere Rune, die von Evas. Auch hier könnt ihr dann einfach das Buch rausnehmen und euch die durchlesen. Wenn ihr das genauer im Detail euch anschauen wollt, also ich gehe jetzt nicht alle Runen durch, das wäre ein bisschen viel, dann besucht doch einfach mal den Server, die IP folgt zum Schluss. Vorher erkläre ich euch noch, wie es jetzt weitergeht. So. Hier haben wir jetzt die Rune Arcana. Hier auch. So. Die Rune, die ich jetzt, also ich habe mir bereits einen Account gemacht. Die Rune, die ich mir ausgesucht habe, war die von Manas. Manas hat den Vorteil, dass du dich für eine gewisse Zeit, jetzt 45 Sekunden, unsichtbar machen kannst. Das heißt, der Gegner sieht dich nicht, beziehungsweise du bist für den Gegner unsichtbar. Und auch eben auch für andere Spieler. Hat den Vorteil, dass du dabei Gefahren auch mal aus den einzelnen Bereichen dich entfernen kannst. Ich habe jetzt Rechtsklick drauf gemacht und habe dann mir diese Rune geholt. Alle übrigen Runenbücher, die wir jetzt noch auf der Hand haben, können wir jetzt hier in diesen Trichter hineintun, damit sie uns keinen Platz rauben im Inventar. So, das mache ich jetzt einmal und gehen wir mal weiter. Wie gesagt, wir befinden uns immer noch hier im Untergrund und versuchen immer noch uns aus dem Gefängnis herauszubewegen. So, hier eine weitere Kiste, auch hier die Rüstungsteile, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, welche Rüstungsteile ihr genau benötigt. Hier haben wir auch noch einzelne Heilkräuter, ihr habt jetzt hier gesehen, das rote Heilkraut, also das normale Heilkraut, es gibt auch noch starke Heilkräuter, das sind dann meistens gelbe Pflanzen. So, und jetzt haben wir so mal die, alles klar, okay, hier so weiter, danke, die Grundkenntnisse uns angeschaut und begeben uns jetzt auf den Weg, um mal den Kampf, die Kampfsituation uns, ja, vor Augen zu führen. Hier haben wir einen Kanaldroll. So, den einfach killen zu Beginn des Tutorials und dann habt ihr auch schon den zweiten Teil der Quests abgehakt, beziehungsweise hier den dritten Teil. Unten links im Chatfenster seht ihr auch den Fortschritt, beziehungsweise wo wir als nächstes hin müssen. So, kommen wir zu den Klassen. Wir haben drei Klassen. Wir haben die Ase, die Warn
Wanne und eben die, wenn er jetzt mal weiterblättern würde, ja, Dankeschön, Schwarzalbe. Diese drei Klassen, das eine ist ja der Nahkampf, Mensch, der Aase, dann haben wir den Wane, das ist der Magier, der hat einen Zauberstab. Und das dritte, die dritte Klasse ist der Schwarzalbe, das sind die Bogenschützen. So, und nun kommen wir auch in den Bereich, wo wir uns aussuchen können, welche Klasse wir uns aussuchen möchten. Zuvor einmal noch das Quest-System. Wenn ich /Quest in den Chat eingibt, was wir gerade gemacht haben, könnt ihr euch hier links, ich habe bereits mehrere Quests angenommen, die einzelnen Quests anschauen und auch nochmal genau Informationen bzw. Details erfahren, wie ihr jetzt in diesen Quests vorgehen müsst. So. Hier haben wir die Skill Trees, also in dem Spiel gibt es verschiedene Skill Trees, die ja Vorteile euch im Spielverlauf verschaffen, je nachdem wie ihr ja, kämpft und levelt. Desto mehr Skill Points bekommt ihr, die könnt ihr nämlich hier jetzt nutzen. Ich habe jetzt hier für meinen Asa-Account, der bereits Level 16 ist, schon verschiedene Skill Trees ja, geskillt. Dort, wo jetzt die Zahlen stehen, könnt ihr genau sehen, wie viele Skill Points ich für diese Skills investiert habe. So. Hier haben wir noch eine kleine Info über verschiedene Befehle. Am besten einmal nochmal, wenn ihr im Spiel seid, genauer durchlesen. Ich gehe das gleich einmal kurz durch, was es für einzelne Befehle nochmal gibt. Wir haben bereits den einen Befehl, einmal dieses Class Skill. Wir haben Quest uns schon angeschaut. Was wir uns noch anschauen müssten, wären Class Add. Das wären die Attribute, die wir haben, die uns auch zusätzliche Vorteile im Spiel verschaffen. Gut, dann haben wir jetzt mal Class Add für Attribute. Und hier könnt ihr jetzt sehen, dass wir hier verschiedene Sachen haben. Stärke, haben wir Verteidigung, haben wir dann Spirit, Lebenskraft und Reichweite. Zudem auch noch die Fähigkeitsstärke. Diese Attribute ja, sorgen halt für zusätzliche Verbesserungen. Je nachdem, was für eine Klasse ihr gewählt habt, bringen sie euch natürlich Vorteile. So, hier könnt ihr eure Klasse wählen. Ihr haltet die einen Account für eine Klasse und könnt diese jederzeit wechseln. So, Class List für die Accounts. Wie schon gesagt, ich habe bereits einen Level 16er Aase Account. Das maximale Level bisher ist Level 40. Und nun können wir uns hier aussuchen, welche Klasse wir nehmen. Aase, Wane und Schwarzalbe. In dem Fall habe ich mir jetzt Wane geholt. Der Vorteil von Wane ist eben, dass es ein Zauberer ist. Das heißt, ihr habt einen Zauberstab, den ihr nutzen könnt. Mit diesem Zauberstab könnt ihr unter anderem auch solche Feuerbälle werfen und könnt damit halt auch Gegner auf Distanz bekämpfen. Ihr könnt aber auch theoretisch als Magier das Schwert nutzen. So, was ich jetzt gerade sehe, ist, dass meine Lebensanzeige ein bisschen niedrig ist. Sollte ich vielleicht etwas essen? Das wäre nicht ganz gut. So, hier seht ihr schon, diese Rüstung zieht er nicht an, die Kettenhemde und die Kettenschuhe. Das liegt daran, dass diese Ausrüstung nicht für die Gruppe Wane zuständig ist. Für die Gruppe Wane sind Ausrüstungsgegenstände wie die der Lederrüstung, Lederhelme etc. pp. Zu nutzen. Dann haben wir Eisen- und Diamantrüstung, die sind für die sogenannten Aase, das heißt die Nahkampfkämpfer. Und dann haben wir halt noch den Schwarzalb. Ja, für den halt eben die restlichen Ankleidungsstücke zur Verfügung stehen. Hier befinden wir uns jetzt am Ausgang des Gefängnisses, das heißt, wir haben erfolgreich den Ausbruch begangen, sind jetzt mitten in der Startstadt und müssen jetzt, so laut Quest, uns in die Lagerhalle begeben. So. Das Ganze können wir nochmal uns nachlesen. Quests hier, ich komme aus dem Gefängnis, gehe zum Lagerhaus. Das Lagerhaus ist natürlich auch, wie alle anderen Bereiche, sehr gut ausgeschildert. Das heißt, falls ihr mal nicht genau wisst, könnt ihr euch auf diese Schilder verlassen oder gegebenenfalls einen Admin bzw. einen anderen Spieler um Hilfe fragen.
Wie das mit dem Quest-System noch generell funktioniert, erkläre ich euch gleich. Vorher zeige ich euch, was es mit dem Lagerhaus auf sich hat. So. So, du Schwein, du meinst mit mir angrenzen zu mir. Schwindet mir. Also, hier ist das Lagerhaus. Beim Lagerhaus haben wir verschiedene Kisten. So, ganz viele Mengen an Kisten, die ja unser Inventar widerspiegeln, beziehungsweise wo wir unser Inventar reinlagern können. Das Ganze mit dem Befehl /log. Mit dem Befehl /log sichert ihr die Kiste auf euren Namen, das bedeutet, kein anderer Spieler kann dort drauf zugreifen. Während des Spiels, wenn ihr Items habt, die ihr zu viel habt, könnt ihr sie da wiederum reintun. Das habe ich hier zum Beispiel schon für meinen Asa-Account getan. So. Unter anderem hier haben wir nochmal Heilkräuter, bestimmte Rüstungstypen, hier auch Rüstung Tier 4, das heißt für höhere Level die Rüstung. Das bedeutet, je höher euer Level, desto bessere Rüstungsteile und Waffenteile könnt ihr haben. Das Ganze passiert eben nach dem Rhythmus Level 15, 15 und so weiter. Das heißt, mit Level 5 könnt ihr Tier 2 Rüstung, mit Level 10 Tier 3, mit Level 15 Tier 4 Rüstung tragen und so weiter. Das Ganze geht bis Tier 6 Rüstung. So, jetzt haben wir eine Besonderheit für unterwegs. Wir haben den sogenannten Backpack, also auf Deutsch übersetzt den Rucksack. Wenn ihr diesen Rucksack jetzt anzieht, als ganz normales Rüstungsteil, und dann die Feder, also den Backpack-Opener nutzt, wie jetzt hier zu sehen, könnt ihr auf euren Backpack zugreifen. Das ist für unterwegs ganz von Vorteilen, weil ihr eben auf ein größeres Inventar zugreifen könnt, auch unterwegs. Ich habe zum Beispiel im Backpack meistens mein Geld. Geld, also die Währung im Spiel, ist Gold und Eisenbarren. So. Wie wir genau Geld verdienen, dazu komme ich gleich auch noch einmal zu sprechen. Vorher schauen wir uns den Markt an, beziehungsweise wie gebe ich Geld aus und wie verdiene ich Geld. Gehen wir mal zum Markt. Vorher noch einmal schön meine ärgern. Ja. Hier ist die Abklingzeit von 4,7 Sekunden. Ich denke, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, weil ich habe Warner noch nie gespielt. Ich bin eher der Nahkämpfer. Kann man wahrscheinlich auch noch skillen. So. Hier sind wir jetzt beim Markt. Einfach auf die Kisten klicken mit Rechtsklick und dann seht ihr auch hier Brot, Steaks, gebratenes Schweinefleisch und so weiter. Gebratenes Schweinefleisch bei 5 Gold verkaufen, 1 Gold so, und dann drückt ihr einfach mit dem Gold drauf und erhaltet das. Das Ganze erklärt sich hier noch einmal im Text, also falls ihr das nicht genau wisst, könnt ihr das auch noch einmal hier am Markt nachlesen. Um Waren zu kaufen, zieht den Betrag, der auf der Ware steht, darüber und lasst das Item los. Wenn ihr Waren verkaufen wollt, zieht die Waren über den Waren im Shop. Über die Ware im Shop. So. Nächste Station laut Quest ist die Farm. Hier seht ihr übrigens noch so eine Art Quest. Ihr seht hier, okay, da sind so Musikzeichen drüber. Das bedeutet, der hat eine Quest für euch. Wenn ihr Rechtsklick jetzt auf die Person macht, kommt, wie ihr eben unten im Chat gelesen habt, eine Frage mit der Quest und einmal die Ablehnung dieser Quest. In diesem Fall habe ich jetzt die Quest abgelehnt, weil wir ja bereits eine Quest haben, die wir machen wollen. Insgesamt kann man 4 Quests gleichzeitig annehmen. Hier befinden wir uns jetzt an der Farm. Auf der Farm könnt ihr euch Lebensmittel machen, das heißt, ihr könnt die Felder ernten, Melonen ernten und natürlich auch Tiere töten, in dem Falle hier links. Hier beim Sattler könnt ihr Pferde reiten, beziehungsweise das Reiten erlernen und könnt euch dann später mal ein Pferd kaufen, beziehungsweise ein Pferd zähmen. So, hier könnt ihr euch die Utensilien für die Zähmung eines Pferdes kaufen. So, nächste Station ist das Königsschloss Fenris, beziehungsweise den König Fenris, den wir jetzt besuchen müssen. Auch hier wieder natürlich alles ausgeschildert. Wir müssen also jetzt zum Thronsaal Fenris und begeben uns auf den Weg dorthin. Also an sich ist es eigentlich idiotensicher. Wichtig bei dem RPG hier, bei dem Roleplay-Game, ist einfach, dass ihr ja, zumindest mal lesen solltet ihr können. Denn ja, das RPG besteht aus ziemlich vielen Texten, was wirklich sehr gut gemacht worden ist, wo man auch sich viel Gedanken gemacht hat, was auch die Gestaltung der Welt betrifft. Ja, man sollte schon sich das in Ruhe durchlesen, um überhaupt auch genau zu wissen, was für Quests man
machen muss. Hier links haben wir jetzt gerade mal beim Vorbeigehen gesehen, das Inventar verliert ihr nicht, wenn ihr stirbt. Heißt, euer Inventar ist sicher, auch wenn ihr stirbt. Hier machen wir einen kleinen Abstecher zum Schmied. Beim Schmied könnt ihr Ausrüstung reparieren lassen, indem ihr eben auf die Eisenblöcke klopft und die dazugehörigen Materialien wie Gold, Eisenbarren und so, beziehungsweise Diamanten, je nachdem was für ein Rüstungsteil ihr dabei habt. Hier verkaufen wir gerade die Rüstungsoffensiven, die wir zu viel haben, und erhalten dafür Eisenbarren. Haben wir 10 Eisenbarren, können wir daraus einen Goldbarren machen. Das haben wir jetzt in diesem Fall nicht, aber dass ihr das schon mal so in dem Detail wisst. Wir geben uns also jetzt zum Thronsaal Fenris, um die Quest zu beenden. Der Thronsaal befindet sich hier oben. Hier links sehen wir auch wieder Musikzeichen, das heißt, die Person hat auch Quests für uns. Da oben steht der König, den müssen wir jetzt ansprechen, um die Quest zu beenden. Und jetzt sehen wir links, Quest completed, und komme aus dem Gefängnis. Und um euch eine Übersicht zu verschaffen von den einzelnen Questbefehlen, könnt ihr ganz einfach /quests mit einem S hinten noch eingeben und erhaltet hier eine Liste an Questbefehlen. Gebt ihr /queststats ein, dann erhaltet ihr eine Aufzählung an Quests, die ihr bereits erledigt bzw. die ihr derzeit am Erledigen seid. Die oben aufgelisteten Current Quests sind zum Beispiel die Quests, die wir noch machen, und die Complete Quests sind die Quests, die wir bereits erledigt haben. So, um nun zum Ende hin des Tutorials zu gelangen, müssen wir vorher noch einmal erklären, wie wir uns aus der RPG-Welt hinausbegeben. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wenn ihr Skills aktiviert habt, also mit dem Befehl /classbar, dass ihr diesen Befehl dann am Ende erneut eingeben müsst, um die Skill Fläche, also die unten im Inventar gleich angezeigt wird, auch wieder zu beseitigen. Um diese generell aufzurufen mit dem Befehl /classbar, solltet ihr vorher mindestens 4 Slots freiräumen, beziehungsweise 5 Slots, die wir unten benötigen, ganz einfach, weil dort eben die Skills gelagert sind. Gebt ihr noch einmal classbar ein, dann verschwinden diese Skillplätze. Das ist auch wichtig, da ihr jetzt die RPG-Welt verlassen möchtet und dann sich das Inventar verbuggen könnte, wenn ihr Glasbar nicht deaktiviert habt. Wir befinden uns nun am Ende des Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich auf dem Server. Bis zum nächsten Mal.